So, darum hören wir uns nochmal später kümmern. Wir sollten das vielleicht erstmal hier ein bisschen. Was denn für eine verdammte Planung? Wo plane ich denn hier gerade was? Hier? Nee. Immer noch in New York. So, Planung ist erstmal gelöscht. Genauso wie es wollte. Seit gefühlt 10 Stunden. So, dann können wir doch bestimmt das hier irgendwie. Können wir natürlich nicht. Demnach müssten wir so ein kleines Stückchen abreißen. Allerdings ist das kleine Stückchen sehr groß. Ungünstig. Können dafür das ja schon mal zumindest mal so einigermaßen planen. Und noch ein Marktschreier. Das könnte laut werden. Was macht denn ein Marktschreier alles so? Oh, ein neuer Lokführer der Oberfläche hier ist. Das wird also viel kosten müssen. Wir haben ja noch gar nicht das Geld. Also schon ein bisschen. Kann ich hier vielleicht irgendwo. Gleispunkt setzen, das werde ich jetzt mit dem Bulldozer hin. Nein. Warum sollte ich auch? Aber dann können wir das bestimmt es geht zum Glück nur bis dort vorne. Was halt auch wieder Geld, dass wir das wieder rauswerfen. 21.000. Ja, das Geld kommt wieder aber rein, das ist kein Problem. Denn der Zug, der bringt mittlerweile nur noch 1.300. Ungünstig. Blattfederung. Okay. Vorschusspunkte kann man doch immer investieren, würde ich sagen. So, die John Hancock. Was ist die Route? Das macht jetzt für mich gar keinen Sinn. Ja, dann würde ich sagen, automatisch. Da kann auch im Rückweg nämlich noch was anderes mitnehmen. Macht ein bisschen mehr Geld vielleicht. Das heißt, wir können ihre Strecke nicht antreten, da sie kollidieren können. Ja, der hat nur als die Wahrheit aufgedeckt. Nichts als die Wahrheit. Ich weiß. Und die Wahrheit ist gelogen, wie immer. Unternehmen, das kann man gewiss.
Nee, also das mit dem Bier schaffen wir und auf gar keinen Fall, da kommen wir nicht mal in annähernd hin. Posttransporte, ja gut. Da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr ausbauen. Pittsburgh, Baltimore, Charleston. Also das freie Spiel ist offenbar doch kein Endless Game. Eigentlich. Sollte ich vielleicht hier ein Signal setzen und das Signal, was da noch unten rumdümpelt. Das hier. Wegmachen. Muss halt einfach immer nur der warten. Und der transportiert kein Vieh. Na toll. Automatisch ist immer besser. Oder auch nicht. Aber der fährt ja auch kaum noch was hin und her. Also. Keine Wunder, dass solche Miesen macht. Ups. Vielleicht sollten wir den dann auch irgendwie auf. Eventuell umstellen. Nein, das wollte ich nicht. Ist das der John Bull? Das ist der John Bull. Den könnten wir mal einrichten. Oh Gott. Ohne Aufgabe ist der. Den weisen wir dem mal zu. Dann ein Zugbegleiter. Dann haben die mal ein bisschen was zu tun. Und ein Wachmann. Warum auch nicht, ne? Oh Gott. Der Gewinner darf diesen Lokomotiventyp ersetzen. 20.000. Ich wollte das zwar haben, aber bitte, die nächste Gelegenheit kommt bestimmt. So, das heißt, wir noch einen weiteren Zug nehmen. Sehr schön. Ist echt Spitzengeschwindigkeit mit 24 Miles per Hour aktuell. Durch die. Ich habe schon gerade. Wow, jetzt habe ich nicht mal. Moment, Warenströme. Das ist bestimmt auch interessant zu gucken. Okay, das geht von dort nach. Ja, das wird aber fürs Essen verwendet. Für die Nahrung selber. Also wir müssen auf alle Fälle irgendwie Geld reinbringen. Habe das Gefühl, wir sollten auch irgend sowas wie eine Expressline hier nebenan noch bauen. Oder wirklich das Ganze so als Expressline nutzen. Vielleicht funktioniert das ja, sodass dann. Objekt ist immer nutzt. Ach so. Deswegen gehst du nicht weiter. Und was auch nicht weitergeht. Jetzt ernsthaft, der eine zufällige Panne. Ausgerechnet der. Wow.
Warum geht das jetzt hier nicht weiter? So, jetzt ist nicht mehr in Nutzung. Mal gucken. Aber das ist doch nicht in Nutzung. So, das ist nicht in Nutzung. So ein bisschen von den... unnötigen Signalen wegkommen. So, wir brauchen auf alle Fälle wieder ein bisschen mehr Geld. Damit wir dem Ganzen ein bisschen... Das kostet doch nicht viel, ne? 2 Millionen oder wie weit weg. Okay, mehr Forschungspunkte. Zugpfeife erhöht die Anzahl der Passagiere in jeder Stadt um 5%, bla bla bla. Noch ein Reporter. Ein Reporter, da können wir ja wieder können wir. Das wollte ich gerade komisch sagen. Ein Funkempfänger. Ach, ein Funkempfänger. Oh, Mist. Ja, Brände können wir nicht gebrauchen, das stimmt. Reporter, den will ich definitiv haben. Ist mir auch scheiße, was das viel kostet. War das der Doc Murphy? Ich habe keine Ahnung, ich hoffe mal. Ach, durch diese ganzen nervigen... Oh, diese blöde Sabotage wieder, ey. Ah. Dadurch ist es also so dreckig. Aber geht's uns nicht so gut in Pittsburgh. Mein war das jetzt die John Hancock, die wir neu bekommen haben? Ja, ne? Als ob mich das Gekürzel von einem möchte gern interessieren würde. Oh, was war der falsche? Okay, wenn wir wirklich gerade John Hancock bekommen haben, dann ist es ja wirklich. Aber wenn jetzt wirklich mal. Aber es kostet wahrscheinlich immer 42.000 oder so. Komm, lass dich ganz aufmachen. Im Rock and Center diese Tage kein neues Spiel mit den Bürgern von Atlanta, denn nun geht auch noch das Postaufkommen zurück. Und so weiter, das kennen wir mittlerweile schon von uns. Große Rodeo und Barbecue San Diego auf der Carlos Ranch findet an diesem Wochenende. An diesem Wochenende ein großes Rodeo mit den talentiertesten Cowboys statt. Disziplinen sind Tie-Down-Roping, Team-Roping, Steer-Wrestling, Saddle-Bronc-Riding, Bareback-Bronc-Riding, Bull-Riding, Trick-Roping, Trick-Riding und Wild-Cow-Milk... Was? Okay. Irgendwie hat man immer das Gefühl, man kann hier runterscrollen, aber es geht nicht. Preiseboxkampf, Diebehandschute-Kampf, genau. Diebehandschute-Boxkampf zwischen Lionel the Lions Paul Henderson und Frederick Dynamite Fred Porter finden an diesem Samstag im Olympics Club New Orleans statt. Im Vorfeld gab es allerhand Beleidigungen zwischen den Kontrahenten. So nannte Leine seinen Gegner eine kleine Wurst. Ja, klein aber fein. Schwerer Diebstahl, das scheint... Oh, Moment. Ein Räuber gibt Waffe weg, was? Okay. Schwerer Diebstahl ist scheinbar ein stressreiches Unterfangen. Als Jimmy Smith die Union Bank in Kansas City ausrauben wollte, kam er mit seiner Tasche und einer Waffe in die Bank. Statt der Tasche gab er dem Kassierer jedoch seine Waffe. Als er sein Missgeschick erkannte, ergriff er die Flucht. So. Schön doof.
So, ich sehe das wahrscheinlich richtig, dass wir jetzt. Den konnten wir nur einmal anwenden und dann haben wir es natürlich auf den Verkehrten gemacht. Ja, Baldwin. Also haben wir diesmal keinen Rekord aufgestellt. Was? Old Ironsides, ein Erfolg. Baldwin testet Lokomotive. Die Lokomotive Old Ironsides wurde erfolgreich in Philadelphia getestet. Gebaut wurde. Achso, doch kein neuer Rekord. Das war nicht von uns wahrscheinlich. Gebaut wurde die eindrucksvolle Maschine von den Baldwin-Lokomotivwerken und markiert sicher den Anfang einer langen und erfolgreichen amerikanischen Bautradition, die dem Trump bestimmt sehr viel gefallen wird. Wollen wir in Zukunft unseren Kontinent mit Feuer und Dampf erschließen, müssen wir endlich Unabhängigkeit von den europäischen Lokomotivherstellern erlangen. Baldwin ist nun ein erster erfolgreicher Schritt gelungen. Empfehlung: Kabeljauöl. Scotts Emulsion von reinem Kabeljau-Leberöl ist fast so schmackhaft wie Milch. Die Frage ist, kann man da auch so einen Rodeo-Wettbewerb machen mit, keine Ahnung, Kabeljau-Leberöl melken? Fast so schmackhaft wie Milch, enthält jedoch deutlich mehr die stimulierenden Hypophosphiten. Das Öl hilft bei der Blutarmut, Erschöpfung, Husten, Halsschmerzen und Erkältung aller Art. Das ist ja gut für mich. Erhältlich in allen Apotheken. Brain Salt Aktion. Das Wundermittel von. F.O.H.R. Ich habe keine Ahnung. Frederick O'Hare und Sons. Wurde derzeit besonders günstig zum Preis von 1 Dollar angeboten. Es heilt Kopfschmerzen, Magenverstimmungen. Und hilft bei allerlei Gehirnproblemen, Nervosität, Sehkrankheit, Angstzuständen und Schlaflosigkeit. Erhältlich in allen Apotheken. Erfrischender geht nicht. Koala Cola ist deliziös erfrischend, anregend und kräftigend. Das neue und populäre Getränk aus Quellwasser und den besten Eigenschaften des berühmten Koala. Wie kann man denn die besten Eigenschaften des berühmten Koalabären in Cola packen? Ist das irgendwie Bambus reingepackt oder wie? Muss ja. Holy shit. Ich sag's gerne, wir die ein bisschen spinnen. Ich würde mal sagen, wir können einfach nochmal. Ich baue jetzt einfach nochmal einen weiteren kleinen Bahnhof. Das eine Farm können wir noch anbauen. Und dann kriegen wir mal ein bisschen Baumwolle hier hin. Okay, wir brauchen erstmal Geld, bevor wir dann eine Linie hinmachen können. Wie viel produzieren wir denn? Okay, aktuelle 14 pro Woche. Stufe 1, Betrieb kaufen für. Ist ja schon ein bisschen dunkel irgendwie so. Die Karte. 100 Punkte. Setzen wir das letzte Mal 100 Punkte ein. Okay, fast das letzte Mal, aber da müssen wir noch hinkommen. Und holen uns auch die Zugpfeife. Ah, okay, das ist einfach nur so ein gemütliches Ding. Die wirklich krassen Brecher, die sind dann hier in der Mitte. 1850. Gibt es irgendwie hier noch am Ende? Okay, das Beste, was vorkommen, ist dann die EMD Series Diesel. Die Frage ist, gibt es dann neue Aufträge nach 1850? Ich könnte es mir ja vorstellen. Ich könnte es mir ja durchaus vorstellen. Hier gab es schon wieder eine Prämie, eine Abschlussprämie. Ne, eine Anschlussprämie. Was ist schön, dass in New York so fleißig drum zugebaut wird. Moment, wir haben hier ein Sägewerk, geil. Ja, wir brauchen, wie gesagt,
Asche. Asche und zwar jede Menge. Es wird auch noch ein bisschen dauern, bis wir die haben. Das ist das Problem. Oh, Moment. Saboteur. Wir machen erstmal eine neue Zuglinie von Wilson Farm nach Pittsburgh. Ach, wir gehen einfach auf Automate, das ist mir egal. $57.000 nehmen wir wieder die John Bull. Und natürlich sollten wir, bevor ich das Ganze noch vergesse, hier einen Versorgungsturm hin platzieren. Ganz wichtig. So, Zugliste. Die müssen mal mehr Geld einbringen. Es geht so nicht weiter. Das war erst der Anfang, aber... Unverschämtheit. Was ist groß? Aus Metall, hat viele Räder und macht Tschu-Tschu. Ja, halt doch mal. Oder... Das ist denn manuell? Das würde mich ja mal interessieren, was manuell ist.